und Rupp neben Brei. Rupp, Rapp, Brei und Frei. Ja? Sitzen irgendwo im Park auf einer Parkbank, dicht gedrängt, denn es handelt sich um eine Zweierparkbank. Rupp neben Rapp, Brei neben Frei, Frei neben Rupp und Rapp neben Brei. Rupp, Rapp, Brei und Frei. Sitzen da und wünschen sich wen herbei? Toni Rai, den Zauberer. Auf dass er sie endlich in Menschen verwandeln möge. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, Herr Stermann. Aber wenn ich mir so eine dieser Fernsehshows anschaue, die Sie ja machen, mir immer wieder das Gefühl beschleicht, wer außer mir sieht da mit Vergnügen noch zu? Gretel präsentiert die heißeste Scheibe, seit es die Erde gibt. Der kleine Mann. Der kleine Mann. Der kleine Mann geht mich einen Scheißdreck an. Die Dröhnung. Die Wiedergeburt des französischen Chansons. Mit deutschen Worten. Der kleine Mann von der Straße geht mich nichts an. Man muss schon sagen, es gibt in unserem Land nicht nur rechtskonservative Wähler. Es gibt auch wirkliche Nationalsozialisten. Das muss man zur Ehrenrettung dieses Landes schon mal sagen. Stermann. Ja, grüß Sie, Mann. Mein Pferd ist krank. Dein Pferd ist krank? Was mein sauberes, anständiges deutsches Pferd ist krank. Mein Pferd hat Gauleiter. Ohne Klarheit in der Sprache ist der Mensch ein Gartenzwerg. An der nötigen Klarheit dürfte es öfter mangeln, wenn die beiden schrägen Entertainer ihre realsatirischen Possen treiben. Bei einem Tanzworkshop im Wiener Museumsquartier etwa gaben sich Stermann und Grissemann als russische Kultchoreografen aus und zwangen die Lernwilligen zu einer sehr eigenwilligen Version vom Tanz der Küken in ihren Eierschalen. Seid ihr überhaupt nicht aus Russland? Richtig geraten. Sonst wäre es dem Duo wohl kaum möglich gewesen, das schönste Lied der Welt für den diesjährigen Song Contest zu präsentieren. Immerhin der zweite Platz. Bei der Vorausscheidung war der Sänger Lohn. Was ist es nur? Was ist es nur? Es ist das schönste Lied der Welt. So ein schönes Ding. Man muss es lieben, sei gepfiffen und gebellt. Es ist das schönste Lied der Welt. Man kann es essen, schlürfen, trinken. Wirft man's ins Wasser, wird's nicht sinken. Die Realität ist doch nur eine Halluzination, die entsteht durch die Abwesenheit von Alkohol. Willst du noch was sagen? Den Grissemann und Stermann Auftritt zur Verleihung des Salzburger Stiers, diesmal in Winterthur in der Schweiz, strahlt Radio Österreich 1 am 9. Juni in der Sendung Kontra aus. Und bei uns gibt es je 5-mal die schönste CD der Welt, erschienen bei Universal, und die Doppel-CD Die Karawane des Grauens, erschienen bei Hornzel, zu gewinnen. Einen wichtigen Preis haben auch Sie gerade bekommen, das österreichische Architektenduo Gerner und Gerner.